Seid gegrüßt zurück. Wir sind mitten in dieser wunderschönen Schneelandschaft, mitten in einem Eissturm. Und wir gehen trotzdem lieber mal noch auf Erkundung und gucken, was wir einsammeln können, statt den Kampf ohne eine Fähigkeit mehrmals zu verwenden. Das kriegen wir hin. Ja, ich versuche noch alles mitzunehmen. Es ist immer bei Spielen so ein bisschen schwierig. Weil storytechnisch will es. Also. Das können wir ja mal machen. Ich darf sie ja nur nicht mehrfach einsetzen. Eigentlich würdest du Schutz suchen und nicht noch gucken, was kann ich hier einsammeln, was kann ich dort einsammeln. Aber man will halt ja auch alles mitnehmen, ne? Da ist der Meteor. Das sah schön aus. Wir haben einen Edelstein, Magie und Magieabwehr. Dann schauen wir mal ganz kurz, ob wir bei ihr trotzdem noch mal rein. Bei Kristalle. Und zwar bei ihr. Magieabwehr und Eile haben wir hier. Na, mit Rechtsklick kann ich ihn auch entfernen. So, dann machen wir hier Eil- und Zaubertempo rein. Und hier Abwehr und Tempo. Dann haben wir den auch. Der Feuer war nämlich nicht so gut. Und so hat ein bisschen mehr Zaubertempo auch noch. Und ein bisschen mehr Eile. Ist sonst noch was? Sieht nicht so aus, als wäre hier noch was. Schade. Aber nicht zu ändern. Dacht. Fallen wir rein? Nein. Littern wir? Nein. Schade. Hört ihr das? Ist der Fels hinter uns? Oh, wir sind in die Feinde reingelaufen. Bitte ein Feind mit nur einem Treffer. Oh. Das könnten wir hinkriegen, wenn ich es schaffe. Dafür muss ich dahin. Ich muss hinter die kommen. Erde ist neutral, das ist schon mal interessant. Ja, du konzentrierst dich auf sie, das ist gut. Weiter. So, du schaust mal, ob du den mit einem Schlag kriegst. Bist weiter am Laufen. Einmal außen rum. So, wenn du jetzt noch rechtzeitig dran bist, müsste das mit einem Schlag gehen. Nämlich kritisch. Wir kriegen 16. Zusätzlich. Und einen riesigen Stein. Ach so. Das ist Erde. Jetzt habe ich es. Gut, das hätte man sich auch denken können, dass das Erde ist. Und das ist im Moment wegen der Wetterlage vermindert. Eis vermindert Erde, also Schneesturm. Das ist auch interessant. Wisst ihr warum? Ich kann mir vorstellen können bei Kälte, dass es durch Ende Quelle plus ein Magie. Aha. Auch interessant. Oh, so umso mehr. Aber wir haben es erstmal umso besser. Irgendwas hier doch.
irritiert mich komplett. Irgendwas sehen wir nicht. Oder ich sehe es nicht. Kann es aber auch nicht zuordnen. Also, das war's. Gurren, die kennen wir noch nicht. Wickel niemals einen schlafenden Gurren oder so. I love to use the force this way. Oh. Sehen aus. Das kleine Bäumchen oder so. Oder Ents. Oder. Was sind das? Kleine Golems. Ja. Jetzt nicht der. Jetzt nicht so schrecklich viel Schaden. Also, Elektroschaden ist nicht so effektiv. Machen wir nochmal. Machen wir einen normalen Angriff. Den haben wir noch nicht gemacht. Auf den anderen. Vielleicht reicht es dann mit diesem riesigen Steinball. Ich weiß, das ist vermindert. Aber, ich will die Schwächen wissen. Okay, das ist gegen sie auch nicht so toll. Ich gerade nicht. Ich habe ich. Und dich kriege ich auch noch. Es ist so gut, dass Darion so schnell ist. So, schon Stufe 6, der Morgenscherbenstab. Und ein grüner Kristall, Angriff und Abwehr. Aber im Moment haben wir so eine Heilfähigkeit drauf. Was schon wieder? Ist irgendein riesiges Monster oder was? Und da sind noch so ein paar von diesen Viechern. Die nehmen wir natürlich auch noch mit. Moment. Reichen die sich an oder so? Machen deswegen so Töne? Okay. Keine Ahnung. Bitte einen Feind mit nur einem Treffer. Oh, das. Komm mal zurück. Jetzt wartest du eine Runde. Und jetzt. Ah, ne, du. Solltest dort bleiben. Ja, das ist. So. Reicht das, ist die Frage. Nee, es reicht nicht. Dann kriege ich es aber auch nicht mit einem Treffer tot. Der Stab richtet halt keinen Schaden an. War zu erwarten, aber. Du hast dann mal auf den. Jetzt erledigst du den. Feuer habe ich auch schon ausprobiert, aber das war neutral. Wäre schön, wenn wir Eis hätten. Ich mag sowieso Eis. Das ist noch schöner, wenn wir es hätten. Und jetzt kommt noch so ein Feuerball. Feuerriss. Aber gut, den konnte ich halt nicht kriegen. Wenn ich einen Gegner nicht mit einem Treffer töten kann. Gurrenknöchel. Der Knöchel eines Gurren, der den vielen Schlägen, die er im Kampf ertragen musste, standgehalten hat. Ah, jetzt haben wir gehört, was dieses Geräusch ist, das mich die ganze Zeit irritiert hat. Und tatsächlich diese Gurren.
This is not necessary. Siege alle deine Feinde in weniger als 6 Zügen. Okay, dann probieren wir es mal. Take this. Ah, nee, ja, 70 Schaden. Dann könnte ich... Wir sitzen halt auf demselben Feld. Und das, glaube ich, schaffen in weniger als 6 Zügen. Ich nehme jetzt... Wie berechnet er eigentlich die Züge? Scheint nur Darions Züge zu berechnen. Hörst du ihn an? Und dann kriegen wir nämlich, also Selene nimmt ja beide, also richtet beiden ja Schaden an. Ach, der nimmt die Angriffe. Jetzt machen wir das zu Ende mit einem Feuerschlag und haben was geschafft. Ich muss mal gucken, wie viel ein normaler Schlag anrichtet. Ein gelber Edelstein, Verteidigungsbrecher, Angriff und Eile. Kommen wir doch mal gerade noch rein, bevor wir dann die Höhle, die Mine erreichen. Blitzschlag gibt das hier. Okay, das ist eine Fähigkeit für ihn, habe ich mir schon gedacht. Blitzschlag haben wir hier. Verringert die Verteidigung eines Feindes und fügt geringen Schaden zu. Das wäre ja schon ganz interessant, aber das, der hat halt einen glänzenden Splitter hier. Edelstein, Edelstein. Wir haben hier noch einen roten glänzenden Splitter. Wir haben eigentlich zwei gelbe glänzende Splitter. Haben die auch beide in Verwendung? Der hier macht Zaubertempo und Lebenspunkte, Angriff, Magie, Abwehr und Abwehr. Na gut. Das ist für dich halt einfach nicht so praktisch, ne? Glaube ich. Wir wechseln das Gebiet. Auf den Spuren von Selenes Meister. Jetzt sind wir in der Mine. Kann ich theoretisch nochmal zurück? Okay. Die Level sind bis jetzt sehr schlauchartig. Das finde ich gar nicht so schlecht. Also Spiele mit einem sehr großen... I don't know how you pulled it off, but we're here. Are you implying that I used magic to cause a snowstorm, so we had to come in here? I'm not that powerful. Yet. Uh-huh. But I admit, I'm glad we had to take this shortcut. So that you could rub it in? I'm not that petty, Darian. It's just that... It's not every day that we have a chance to put the past to rest. You wrote to me once that you were still having nightmares about that day. Oh, I knew I shouldn't have written that. But I never told you. You weren't the only one. You? Yes. Why? Have you forgotten what happened? Without you and your powers, the miners would have died. And us too, plain and simple.
It was because of me trying to be a hero that you stepped into the crossfire. You saved us all, remember? You did it, no one else. I know. But it was the first time that I felt true fear. For you and for myself. So, we need some closure. You mean, we need to put the past to rest? Yes, together. I got your back, sister. After all, it's because of me that Mom knows about your powers. I feel responsible for that. Okay, wir sind hier, um mit unserer Vergangenheit abzuschließen. Das ist auch mal interessant. Ich dachte eigentlich, wir sollten ihren Meister finden. Wir machen jetzt einfach beides. Wir haben auf jeden Fall eine schöne Kiste gefunden. Wieder mit Material. Wir speichern hier mal kurz ab. Aber die Folge ist ja noch nicht zu Ende. Also keine Sorge, wir gehen auch noch weiter. Ja, spielt dir eine riesige Open World. Du kannst beim Erkunden einen Feind angreifen, indem du Rechtsklick drückst. Wenn es dir gelingt, mit dem Angriff einen Feind zu treffen, hast du einen Vorteil im Kampf. Du kannst mit dem Erkundungsangriff außerdem Truhen öffnen und Ressourcen ernten. Oh. Okay. Aber wahrscheinlich nur bestimmte Ressourcen und... Okay. Interessant. Habe ihn nicht getroffen. Oder ich habe ihn doch getroffen. Töte den markierten Feind zuletzt. Okay. Wie sieht's mit den... Ah, wir haben... Das sind andere? Scheinen andere Gegner zu sein. Dann schau mal, wie reagieren die auf Feuer? Wollte ich ja zuletzt töten, das heißt nicht, dass ich dich nicht angreifen darf. Okay, Feuer ist neutral. Also, wie wir das bei den draußen gewohnt sind. Schauen wir mal, wie sie auf Elektro reagieren. Das dürften sie ja... Ja, okay, die sind wie draußen, nur scheinen die Sachen sich resettet zu haben. Abwehr und Eisriss. Der Stab ist auch fast hochgelevelt. Dann schauen wir mal noch kurz. Wie sieht's denn aus mit Eisriss? Ja, da müsste ich da unten den Pfad gehen, ne? Grün hätten wir hier auch, aber lila würde dann wegfallen. Na, das lassen wir mal. Du kriegst wahrscheinlich nicht Eisriss. Ja, wir können die Truhen aufschlagen. Ich glaube, wir öffnen sie aber lieber. Ich habe ihn getroffen. Töte einen Feind in... will das nochmal Kampfziel ist M. Indem du ihn von hinten angreifst. So, den donner mal gleich einen Stein auf den Kopf. Da sind sie zwar resistent dagegen, das muss mich aber nicht kümmern. Aha. Beschleunigung. Warte mal kurz. I will commend your soul to the gods.
Und der Grund dafür ist eigentlich ganz einfach. Okay. Hat nicht funktioniert, wie ich es wollte. Dann machen wir es anders. Verpasst dem eine. Und jetzt erledige ihn. Er wird sich wahrscheinlich jetzt beschleunigen. Nein, ich wollte dich Zug aussetzen. Falsche Taste gedrückt. Dann erledigen wir den jetzt. Lauf mal schnell hier hin. Hatte der Form auch geklappt. Wollte sie eigentlich dorthin laufen lassen. Dann kriegen wir doch den Stein. Ja, das lief nicht so wie geplant. Darunter kann ich nicht. Gehen wir mal hier lang. Könnten ruhig mal nochmal was zum Einsammeln finden. Ich meine, wir sind hier in einer Mine. Hallo? Follow my lead and we'll get through this. So, nehmen wir mal. Und den donnern wir jetzt Feuerbälle über. Was hat der vor? Eine gute Frage. Das war's. Hui. Einmal Feuerexplosion und weg. So, haben wir wieder mal ein paar weniger. Einen neuen blauen Stein, eine abstoßende Bombe. Wir können eigentlich auch mal Bomben ausrüsten. Dann erledigen wir die mal. Führe einen Angriff von hinten durch. Das kriegen wir hin. Und er steht hinten. Und du verpasst ihm eine. Und da haben wir den Stein. Plus ein eine plus ein Zaubertempel Tempo, nicht Tempel und Erde. Der ist eigentlich ganz gut. Mal gucken, ob es Sinn macht, den auszurüsten. Nachher. Okay. Das war komisch, aber egal. Weil eigentlich habe ich ihn ja unterbrochen. Der dann direkt nochmal kann. Fand ich deswegen etwas komisch. Er hat reagiert. Interessant. Plus ein Eile, plus ein Zaubertempo und Erde. Schauen wir doch mal. Wir können dann den Weg gehen. Macht doch Sinn. Wir haben nicht gut. Wir haben nicht unbedingt einen passenden blauen. Lassen wir mal. So.
War hier was? Alte Betten. Leiter nach oben, die wir nicht benutzen können. Gut, gehen wir weiter. Zwar hier hinten lang. Haben wir erstmal eine Kiste mit Riechsalz. Wir haben die Errungenschaft Schatzsucher gekriegt. Und wir haben noch einen Gurnknöchel. Rüber kommen wir leider nicht, aber da ist auch eingestürzt. Sieht aus. Und sieht auch nicht aus, als wollten wir dort unbedingt hin. Ich muss mal gerade gucken. Jetzt sind wir bei 26 Minuten. Und hinten scheint nochmal ein Speicherpunkt zu kommen. Lass niemanden in deinem Team sterben, das kriegen wir hin. Abwehr und Eile. So. Ich will dich angreifen. Den wollte ich nicht angreifen. So, der kriegt jetzt Beschleunigung. Dich unterbrechen wir. Das finde ich nämlich. Der will nämlich nochmal so einen Stein auf meinen Kopf fallen lassen. Das will ich nicht. So. So, Darion, jetzt ist es ganz wichtig, dass du dort hinten den angreifst. Jo, dann kriegst du von dem was ab. Als nächstes greifen wir dort hinten den an. Das hat folgenden Grund. Der kommt als nächstes und könnte... ich den eigentlich nicht auswählen. Das Auswählen ist manchmal ein bisschen schwierig. Jetzt sehen wir gleich, ob wir den angreifen müssen. Den wir nicht, aber das machen wir jetzt sicherheitshalber. Falls ihr einen Zauber machen wollt, wäre es halt sinnvoll gewesen, ihn vorher anzugreifen. Das haben wir jetzt auch so gemacht. Hier dorthin brauche ich jetzt sowieso zu lange. Und erledigt. Wir sammeln eine Menge Kristalle. Finde ich gar nicht so schlecht. Wer weiß, wofür wir die benutzen können. Nehmen wir nochmal zwei Betten. Auch diesmal habe ich den Einkauf gar nicht gemacht. Aber glaube ich bei einem auch egal. Wenn wir sind sowieso jedes Mal mit... haben wir volle Mana, volle HP. Ist dann nicht so störend. So. Den Zauber brauche ich gar nicht. Ich habe gar nicht gelesen, was ich machen muss. Na gut. Nochmal ein roter Stein, Angriff und Eile. Okay. Das sind nochmal zwei. Lass niemand in deinem Team sterben. Wir lassen nie Leute in unserem Team freiwillig sterben. So. Dann erledigst du den. Versuch den zu stärken, da hinten den. Das wird dir aber nichts nützen. Und du beschleunigst dich jetzt selber. Ja, kann das. Gib
sogar einen Angriff von hinten. Das hat aber nicht gereicht. Und erledigt. Ein lila Stein plus ein Angriff plus ein Zauberthema und Erde. Können wir mal gucken, ob der besser ist als der andere Kristall. Abwehr und Tempo, Angriff und Zaubertempo. Ist Tempo oder Zaubertempo besser? Ich lass mal auf Tempo. Und da bin ich mir nämlich jetzt nicht sicher. Aber Abwehr hilft ihr, glaube ich, mehr als Angriff. Beengende Stollen. Was ist da? Wie viel wetten wir, dass das eine Falle ist und ich jetzt absichtlich drauf trete? Das ist keine Falle. Okay. Aber war scheinbar mal vorher ein Balken. Hat auch so ein bisschen Holzmaserung gehabt, das hätte ich mir also denken können. Hätte aber auch eine Falle sein können. So, an der Stelle bedanke ich mich aber fürs Zusehen, wünsche noch einen gesegneten Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.